Moin moin, ich bin Jinx Viking. Wir spielen heute ein neues Spiel, Civilization 6. Wann kommt eigentlich der siebte Teil? Es ist schon eine ganze Weile her, dass man dazu mal was gehört hat. Ihr könnt es mir ja gerne in die Kommentare reinschreiben, ob euch das Video gefällt, ob ihr vielleicht Neuigkeiten zum siebten Teil habt und was ihr euch da wünschen würdet. Wir starten heute rein in ein kleines Let's Play. Mal sehen, wie viele Parts es geben wird. Heute mit angeschlagener Stimme. Ich bin leider an Corona erkrankt. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass die Stimme nicht ganz so wohltuend klingt. Und ich würde sagen, es ist Zeit fürs Ingame. Wir gehen einmal rein. Ich hoffe, die Kamera sitzt ganz gut. Schreibt mir auch gerne, wie der Sound bei euch ankommt. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal gemütlich rein. Machen jetzt mal für den Anfang keinen Mehrspielermodus. Hier gibt es auch irgendwie neue Sachen, keine Ahnung. Habe ich mich noch nicht befasst, ich habe schon sehr lange nicht mehr gespielt. Wir machen von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe. Seid gegrüßt, mein Oberhaupt. Passt ja zu mir, ne? Als eure persönliche Beraterin obliegt es mir, euch in allen Fragen bezüglich der Herrschaft über eure Zivilisation zu unterstützen. Okay, in dem Spiel geht es darum zu siedeln. Wir müssen eine ganze Karte aufdecken. Die ist auch teilweise sehr groß. Wir haben jetzt keine großen Einstellungen vorgenommen. Das dürften jetzt die Starteinstellungen sein. Und zusammen gucken wir einmal, was hier der beste Weg wäre. Hier sind wir schon mal am Wasser, direkt mit Perlen als Luxusgut. Das ist sehr, sehr früh im Spiel, für uns noch nicht zu gebrauchen. Aber es sieht nach Meer aus. Also einen Meerzugang zu haben, ist nicht schlecht. Berg im Rücken ist auch nicht gerade schlecht für uns. Gerade für die Anziehungskraft. Stein immer gut. Bisschen Sumpf, okay. Reis, Nahrung, sehr, sehr wichtig. Gleich zwei Felder. Sogar hier mit Elfenbein und Luxusgut. Also schon mal so ein Premiumplatz, ne? Könnte man mal so sagen. Ich würde sagen, wir bewegen uns einmal. Vielleicht eher hier. Und dort finden wir noch mehr Nahrung. Was mich eigentlich bekräftigt, 2, 3, können nur eine bestimmte Felder haben. Denn die Stadt hat eine große Reichweite, aber auch nicht endlos. Deswegen müssen wir uns wohl überlegen, wo wir starten. Ich würde die Perlen sehr gerne mitnehmen. Ich glaube, ich will das Wasser. Deswegen gehen wir ein Feld runter, finden noch mehr Perlen, gute Entscheidung also. Perlen. Nidaros heißt unsere Stadt. Wir können sie gerne umbenennen. Schreibt einfach in die Kommentare, wie sie heißen soll. Ich verlasse mich da einmal auf euer Feedback. Obwohl, wir sollten einmal kurz gucken, wie das denn hier mit der Kamera so ist. Das ist vielleicht ein bisschen groß, oder? Können wir die mal kleiner machen? Oder besser? Hier oben? Ich glaube, das verdeckt erstmal nichts dann. Okay. Das Wichtigste, gerade am Anfang, finde ich, ist ein Speer. Es gibt da verschiedene Arten, was man machen kann, aber Speer sorgt dafür, dass wir die Karte aufdecken und möglichst früh eine zweite Stadt errichten können, wenn wir einen geeigneten Platz dafür finden. Als Forschung würde ich sagen, nehmen wir das Segeln, weil wir haben hier direkt das Wasser. Gucken wir mal, was die PC-Gegner so machen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel wir eingestellt haben. Es müssten standardmäßig 6 sein.
Der Krieger geht noch weiter erforschen. Ich mache es klar. Und wir finden Färbemittel. Ein weiteres Luxusgut. Okay. Also. Wir können uns echt nicht beschweren über einen Startplatz. Und wir gehen weiter. Ich würde sagen, wir erforschen erstmal so in so einem halbrunden Kreis, was so nahe bei uns ist. Und dann geht der Speer in die etwas andere Richtung und erkundigt weiter. Ich würde nämlich sehr gerne sehr früh wissen, ob irgendwelche Stadtstaaten in der Nähe sind. Denn die können uns echt enorm helfen, wenn wir deren Belange so ein bisschen erfüllen. Und da ist direkt der erste Barbar. Aber nur ein Speer, nicht weiter schlimm. Wir überqueren auch gleich eine Flucht und gehen mal so ein bisschen rum. Gegen einen Kampf hätte ich auch nichts. Aber wie wir sehen, ist hier schon die Küstenlinie. Vielleicht wählen wir dann doch die etwas andere Richtung. Ich bin auch kein Freund davon, sehr früh im Spiel weit weg zu gehen. Ich versuche immer so einen 10 Felder Radius einzuhalten und dann so langsam zurück zu sacken. Das könnte vielleicht hier auch ein guter Startplatz sein. Aufklärungseinheiten wie Speer sind in der Hinsicht super. Ich würde noch einmal hier. Okay, hat sich gelohnt. Und gleich hier unten ist ein Dorf. Das können wir quasi direkt einnehmen. Das gibt dann irgendeinen Bonus. Und dann Speer schicken wir einfach mal hier hin. Der läuft jetzt automatisch bis zu dem Feld, bis er irgendwas Interessantes findet. Jetzt würde ich sagen, bräuchten wir relativ dringend einen Handwerker. Ich würde eigentlich einen Schleuderschützen wegen, aber ich fühle mich hier noch relativ sicher. Und wir haben ja einige Felder, die wir gerne bearbeiten wollen. Deswegen der Handwerker. Nächste Runde. Darfst direkt dorthin gehen. Okay, ein bisschen Fortschritt. Wir erforschen ja Technologie. Nehmen wir noch Gewürz, das nächste Luxusgut. Aber hier unten wäre schon mal Premium. Hier, wo er jetzt hin ist, da wo Kram, Bananen, Vieh, Gewürze. Sollten wir uns mal ein bisschen vormerken. Erinnert mich dran, falls ich es vergessen sollte. Weil manchmal durch das Erkunden lasse ich mich viel zu leicht ablenken. Das dürfen einige von euch kennen. Ich würde gerne hier gucken. Okay, hier ist Dschungel. Was haben wir da oben? Große Schiffe fahren weit. Segel haben wir. Lauf doch mal bitte so. Ha. Ein Kriegerdorf. Wollen wir uns direkt schon mit dem Barbaren anlegen? Ich weiß nicht. Das scheint mir hier so eine Landzunge zu sein. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen erforschen, aber erstmal nicht. Wir nehmen das mal als Landzunge hin. Und hier oben die nächsten Elefanten. Ja. Wollen wir uns mit denen anlegen? Es gibt Gold, ne? Da können wir uns vielleicht ein bisschen absetzen gegenüber den KI-Gegnern. Wenn wir die auslöschen. Also das Dorf. Ich glaube, Tierzucht macht Sinn. Du bist da fertig. Dahin.
Unser benachbarter Stadtstaat hat uns um etwas gebeten. Genau, die haben immer irgendwelche Aufgaben. Kann man draufklicken. Hier die Quest. Rekrutiert einen großen General. Ist natürlich sehr undankbar in dieser Phase des Spiels. Und dafür müssten wir ordentlich Krieg führen. Davon bin ich kein Fan, wenn wir noch gar nicht die Mittel dafür haben. Deswegen werden wir diese erst einmal, vernachlässigen. Aber die kennen bisher nur uns. Das sehen wir hier an Beziehungen. Das ist wichtig. Vor die werden die sich einverleiben, genauso wie das. Wir werden mal so langsam hier rüber circlen, den Speer. Oder vielleicht sogar noch etwas. Ich würde das hier aufdecken. Das ist mir lieber, bevor hier gleich irgendwie ein KI-Gegner ist und wir völlig versagen. Gehen wir mit dem Speer hier rum. Und unser Krieger. Der greift den Dschungelboss an. Und wir gucken, was dabei rumkommt. Wenn wir Glück haben, greift er mit an. Glaube ich aber nicht. Bin mir nicht ganz sicher, aber war der Kongo nicht ein kriegerisches Völkchen? Ist gar nicht mal so einfach für uns. Hier ein Stadtstaat, da werden wir drum buhlen müssen. Aber das bestätigt mich in meinem Vorhaben, möglichst schnell eine zweite Stadt an den Start zu bringen. Weil das ist eine Nachbarschaft. Und wenn wir quasi von hier und von hier, wird ihm nicht gefallen, müssen wir machen. Weil hier ist es tatsächlich zu gut, gerade am Anfang. Gerade im Early Game, möglichst viel Luxusgüter zu haben oder Bonusressourcen ist vital. Hälfte, nicht gut. Das war schon stark. Wir wollen das da hier. 40 Gold. Hat sich gelohnt. Gucken, ob die uns angreifen. Wir sind jetzt beim Sumpfland, das ist auch so der Nachteil. Politik für unsere Regierung einzuführen. Wenn es im Himmel keine Hunde gibt, aber nicht durch Wahrheit, sondern... Die Gesetzgebung auch wichtig. Das braucht man sofort. Das ist immens. Damit sind wir direkt stärker als die Sperrkrieger. Produktion. Das muss schneller gehen. Noch vor Gold tatsächlich. Lust zu schicken.
wollen wir schnell auf See. Ich glaube ehrlich gesagt erstmal nicht. Jetzt wollen wir Bergbau. Das bringt uns Produktion und ein paar andere Sachen. Richtung Außenhandel. Wir wollen hier mit Genf gut am Start sein, weil mittelfristig werden wir, glaube ich, einen Krieg anfangen, bevor der zu groß wird und es vorkommt. Ja. Mit einer Menge Fufu, was auch immer das ist. Auch komm mal ran damit. Wir sind ja erstmal nett. Die lieben Wikinger. Wir wollen mal wissen, wie das ausgegangen ist. Vielleicht treffen wir die auch noch hier. Stellt sich raus, wir sind hier richtig am Arsch. Was ist da los? Ein Speerkämpfer, ein Krieger. Gar nicht gut. Und ich würde sagen, wie das ausgeht, fahren wir in der nächsten Folge. An dieser Stelle machen wir einen kurzen Stopp und sehen uns im nächsten Part.